Willkommen bei Entweder oder mit Manuel Akanji. Die Bundesliga oder die Premier League? Premier League. Ein Tor schießen oder zu Null spielen? Schwierig. Ja. Ich würde eher sagen, ein Tor schießen, weil es was Spezielleres ist für mich. Wir spielen öfter mal zu Null, darum will ich immer sagen, ein Tor schießen. Lieber im Regen ein Spiel oder lieber in der Sonne? Sonne. Lieber eine englische Woche oder lieber eine normale Woche? Englische Woche. Lieber ein Triple gewinnen oder die WM? Das Triple habe ich schon gewonnen. Darum würde ich sagen, die WM. Die Stimmung in der Bundesliga oder die Stimmung in der Premier League, also von den Fans? Ich genieße es sehr, wie es ist in der Premier League, aber in der Bundesliga war es wirklich auch was top, die Unterstützung von den Fans, nicht nur zu Hause bei Dortmund, auch bei den anderen Mannschaften. Darum ist es schwierig, schwierig. Englisches Essen oder Schweizer Essen? Schweizer Essen. Okay, also von Raclette. Ja. Afro-Musik oder Hip-Hop? Afro. Fußball gucken oder lieber mit den Jungs zocken? Kommt auf das Spiel drauf an. Eine geile Grätsche oder lieber ein Beini? Grätsche. Wer hätte deiner Meinung nach eher den Ballon d'Or gewinnen sollen? Haaland oder Mbappé? Haaland, finde ich. War eine unglaubliche Saison von ihm. Lieber den Skiurlaub oder einen Sommerurlaub? Ich liebe Skifahren, aber da ich es momentan nicht mache wegen dem Fußball, sage ich Sommerurlaub. Wir haben ja gesagt, Cristiano und Messi machen wir nicht, aber würdest du eher den Wechsel von Cristiano Ronaldo nach Saudi-Arabien oder eher den Wechsel von Lionel Messi in die MLS machen? Kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich glaube nicht, dass ich in einem Alter bin, wo ich mich darum kümmere. Bin sehr glücklich, wo ich momentan bin und vielleicht kann ich es dir in 5-6 Jahren sagen. Okay. Lieber in der Anfield Road spielen oder im Old Trafford? Beides ein gutes Gefühl. Ich würde aber sagen, die Stimmung ist besser an der Anfield Road. Darum lieber da. Lieber Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch? Schweizerdeutsch, ganz klar. Der Style von Jadon Sancho oder der Style von Jude Bellingham? Jude hat seinen Style ziemlich verändert in den letzten paar Monaten. Er gefällt mir auch sehr gut. Jadon hat sich schon immer gut gekleidet. Mir gefallen wirklich beide. Ich würde sagen, ich nehme was von beiden. Letzte Frage. Tiki-Taka oder Konterfußball? Tiki-Taka, definitiv. Dankeschön, das war's.